Es ist ein Show entsprungen. So war es im Kölner Hirtenbrief über Talk am Nil zu lesen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch in der Weihnachtszeit lässt sie Michael Kößler mit seinen Gästen nicht im Stich und bringt ihnen Frohsinn und Besinnlichkeit ins Haus. Der in ihren Programmzeitschriften ausgedruckte Beitrag Bratsche pam Sinnofel oder Gib den Lebkuchen her, du Drecksack, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Und nun viel Spaß mit unserer neuen Ausgabe vom Talk am Nil. Und Herren, bitte begrüßen Sie den authentischsten Moderator seit Hans-Joachim Kuhlenkampf, Michael Kößler. Meine Damen und Herren, der Weihnachtsabend ist wieder zurück. Herzlich willkommen bei Talk am Nil. Schön wieder bei Ihnen in dieser wunderbaren Jahreszeit in den Wohnstuben zu sein, wo überall auch ein Tannenbaum steht. Na, in manchen Ländern vielleicht nicht. Ich denke an Portugal, Spanien, Italien und Griechenland. Die haben nicht so viel Geld. Aber Hauptsache, es herzensgut. Und wie immer stellt sich am Heiligen Abend die Frage, was gibt es zu essen? Was kochen wir? Und wer sollte diese Frage besser beantworten als mein Co-Moderator, Stiefziehsohn und Freund und Kupferstecher, Fritz Zöller! Fritz! Meine Oma, die kam ja aus der Stadt Ilm. Oh, kalte Heimat. Genau, aus der kalten Heimat. Oh. Und die hat immer Klöße gemacht, halb und halb. Das ist lecker. Mit angebackenem Brotkuchen drin und Kning. Ja. Aber das ist von Vorgesang von den Möhrs, glaube ich, gekommen. Und das ist immer selber geschossen worden. Also hast du den Kning gegessen und hast dann auch die Schrotkugel drauf. Oh, nett. Aber ich meine, Hauptsache, wir haben halt auf jeden Fall, wir können was zu Heiligabend essen und wir haben halt einen wunderschönen Weihnachtsmarkt hier bei Talk am Nil und einen wunderschönen Chor. Das ist nämlich der Libenta Canto und das heißt, übersetzt Fritz? Ich singe gerne. Du auch? Ja, klar. Jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, ist ja richtig fantastisch. Wunderschön. Und, meine ich auch, vielleicht nimmt man mich noch auf. Als Sopran, als Mezzosopran. Ja. Ja. Dann würde ich erstmal sagen, meine Damen und Herren, hier ist Libenta Canto. Oh,
schön, Fritz, oder? Schön gesungen. Aber die sagen doch, ne? Ich singe gern, ja. Aber jetzt wird mir ein bisschen kalt, Fritz. Ich glaube, wir sollten jetzt Linkewitz, wa? Ja. Sollen wir nachher verkält? Ja. Haben wir da nichts mehr. Schön lecker Kölsch im Linkewitz. Oh, ja. Und dann nachher nochmal wieder ein Glühwein. Jo, machen. Genau. Aber jetzt erstmal, während Fritz und ich ins Linkewitz gehen, schauen Sie, meine Damen und Herren, wieder unseren Uwe erklärt mit einem, ich möchte fast sagen, ja, weihnachtlichen, christlichen, biblischen Thema. Denn Uwe erklärt heute, was ist Fegefeuer? Viel Spaß mit Uwe erklärt. So war der da schon drin, kennt ihr das? Hallo, ich bin der Uwe. Heute erkläre ich, was ist Fegefeuer? Fegefeuer kommt aus dem Lateinischen und heißt da Purgatorium. Es ist nach der römisch-katholischen Kirche ein Zustand der Erläuterung. Es ist nach der römisch-katholischen Lehre ein Zustand der Erläuterung. Nicht der Erläuterung, der Läuterung. Der Läuterung? Was heißt Erläuterung? Der Reinigung quasi. Aha. Es ist nach der römisch-katholischen Lehre ein Zustand der Läuterung. Das Christentum lehrt ein Leben nach dem Tod. Bevor der Christ doch in Gottes Nähe kommt, muss er jedoch durchs Fegefeuer. Im Fegefeuer besteht die Qual darin, dass der Verstorbene schon die Gegenwart von Gott spürt, sich aufgrund seiner Sünden im Leben im Fegefeuer läuten muss. Läuten, hab ich gehört. Sich aber erst nach den Gründen, sich aber erst aufgrund seiner Sünden im Fegefeuer läutern muss. In der Kunst wurde der Zustand des Menschen im Fegefeuer immer mit Preisen dargestellt. In der Kunst wurde der Zustand des Menschen im Fegefeuer immer mit preisenden Gesten dargestellt, während in Höllendarstellungen der Mensch nur leidet. Das Fegefeuer ist sozusagen eine Qual, die man gern über sich ergehen lässt, weil sie aus der eigenen Unwürdigkeit heraus entsteht. Also quasi, wenn man besoffen abends von der Kneipe nach Hause geht. Das war's für heute. Bis neulich. Und immer dran denken, wir sind alles Menschen, oder? Oh, war das kalt! Wow. Ossi, zwei Bier. Warum kriege ich eigentlich bei dir immer nur eins? Es ist doch Weihnachten, da schenkt man doch gerne. Da sagt man ja, lieber Herr Moderator. Hast du zwei? Bei dir gehe ich nochmal Bier trinken. Wart ab. Mann. Fritz, war kalt, oder? Ja, widerlich. Oh. Richtig widerlich kalt. Widerlich kalt war es, Fritz. Ja, klar. Ja, und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Gast. Denn als, ich muss dazu sagen, Fritz ist ja nicht nur Co-Moderator, sondern auch bildender Künstler. Ja, oh ja. Kam zwar ein bisschen spät, können wir aber nicht. Ja, kann man nicht. Denn er hat vor kurzem im Bürgerhaus Mülheim eine Fotoausstellung gehabt, zusammen mit anderen Künstlern. Hat er auch seinen Film gezeigt, ja. Fritz Zöllers Mülheim, können Sie sich gerne auf YouTube angucken, Fritz Zöllers Mülheim mit der Kamera Das Fädel, wurde dort auch gezeigt. Und aber als musikalische Untermalung, bevor die Ausstellung geöffnet wurde, hat da jemand gespielt. Und mein Kollege Volker Nettekofen und ich haben ihn gesehen und gesagt, dieser Mann, den müssen wir zu uns in die Sendung zu Talk am Nil lotsen. Und er ist ein, ja, man kann es nicht anders sagen, brasilianischer Gitarrenvirtuose. Ich weiß auch nicht, was ein Brasilianer in Köln macht, aber hier ist er, hier ist Max Mel de Oliveira. Ja. Okay. Bitteschön.
Ja, hallo. Maxwell, wir haben Sie ja spielen gehört und wir haben direkt gesagt, dieser Mann muss zu uns in die Sendung. Wie feiert man überhaupt in Brasilien Weihnachten? Ist da auch so ein Tannenbaum und sind wir stille nach Heilige Nacht? Gut, nach 45 vielleicht, ja. Da waren da viele von uns, aber... Aber kein Schnee. Ja. Und auf jeden Fall mit der Familie, ne? Das ist ein besonderes Tag. Ich glaube, egal wo, ne? Welt, das ist in Brasilien nicht anders. Ne? Feiern mit der Familie, Verwandt auch. Und, also, gibt es da so einen bestimmten Brauch, wenn man sich unterm Bikini küsst, also anstatt Mistelzweig, oder gibt es da so bestimmte Bräuche, die wir hier nicht haben, oder ist es schon sehr gleich? Es ist nicht so kalt wie hier. Ne? in der Zeit. Ja. Also, ich mache Brasilien im Dezember, Januar, Sommer, und Februar ist Karneval. Ja. Und die Leute sind nicht so warm angezogen. In Köln sind viele warm, ja. Ist es denn? Oh, was hat der denn gesagt? Ja, ist doch so. Entschuldigung, wird man nur mal sagen dürfen. Entschuldigung, ist doch so, oder? Ja, und in Brasilien feiern sie aber nicht nur Karneval, sondern sie sind auch ein bisschen auf Tournee, oder? Ja, ich habe so ein paar Konzerte auch im Dezember. Da würde ich doch sagen, wollen wir gleich was vom Herrn de Oliveira hören, oder? Ja! Aber jetzt ist es wieder an Fritz. Ja. Uns vielleicht den Spaß zu verderben oder nicht. Unser Eberhard Glaser von Talk am Nil. Fritz, deine Kölsch-Testfrage an Herrn de Oliveira. Wir sollen wirklich fragen. Ja, fragen. Ja. Welcher in Köln lebender Künstler gilt als berühmtester Künstler der Gegenwart? Ich muss ein bisschen belegen. Ja. Das kann. Ja, hast du studiert. Gerhard Richter sein? Ja, das ist richtig. Oh, das ist richtig. Gerhard Richter, jawohl. Ja, natürlich. Ja. Weil. Ich weiß auch, warum Sie das wussten. Sie haben bestimmt die letzte Ausgabe, die November-Ausgabe von uns gesehen. Und da hat der Edgar Franzmann über den Richtercode gesprochen. Genau, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Da würde ich sagen, welches brasilianische Weihnachtslied haben Sie uns mitgebracht? So, ich habe ein Weihnachtslied, heißt Frohes Fest. Ja. Boas Festes. Meine Damen und Herren, Maxwell de Oliveira. Das ist nicht, danke. Mit alle meine Ämtchen. Nein, das ist so. Ja. Es ist so bekannt wie Alle meine Entchen, Fritz. Der spielt jetzt nicht Alle meine Entchen. Ich hätte da mitgesungen. Nein, nicht mit Schwimmen singen. Auf der See. Nein, nicht mit singen. Haben wir die Kinder im Hast Leben. Du überhaupt wieder diese rosa Pillen? Ist egal. Nein, die hast du nicht mehr. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Minha assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, o sino bateu e a gente ficou feliz a cantar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Maxwell, Sie haben uns so viel Freude gemacht zu Weihnachten. Und deswegen will ich auch noch gerne Ihnen dieses Buch von mir über meinen Vater schenken. Auch für die anderen erhältlich bei Amazon unter Salz in der Suppe
nur 11,99. Dankeschön, Maxwell Oliveira. Dankeschön. Dankeschön. Ah, das war herrlich. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt besinnlich weiter. Denn was, lieber Fritz, passt besser in die Weihnachtszeit? Es wird ja auch die Zeit der Lichter genannt als... Weiß ich nicht. Ja, mach. Da improvisiert man einmal kurz vor Weihnachten. Ja. Da greift er direkt zu sein, da weiß ich nicht. Bist du Jörg Pilawa? Wo sind meine Karten? Das muss doch so aus der Lameng kommen. Zup, zup, zup. Ostern haben wir Lameng. Ja. Nicht immer Hase, wissen nicht, was dumme Leute heißt. Weihnachtszeit. Also, Weihnachtszeit, das? Nein, noch nicht. Das kommt noch. Das kommt, aber das ist nicht das, was ich meine. Was meinst du dann? Weihnachtszeit, Zeit der Lichter. Und wo sind die Lichter? Am Christbaum. Am Christbaum. Ja, und was sind das für Lichter? Kerzen. Kerzen, jawohl. Ja, Kerzen, da kann man ja nur hier drauf zu zählen. Ja, das wäre... Nee, Fritz, was ist das? Das sind Kerzen. Also, gut. Also, wie du willst. Aber mach mich doch nicht immer direkt zur Sau. Ich kann auch nicht dafür. Es sind... Der Tag der Kerzen. Wer hat denn in der letzten Show mit dem Liebesfräulein getanzt? So, oh, lass mich mal hin. Da sind ja noch knackig. Ich hab das auch bestellt. Ja. Und du bist da auch. Ich hab das doch bestellt. Der kann schon tanzen. Nun macht mir Dinger Kerzen da. Was habt ihr denn eigentlich da nach der... Aber ich will gar nicht wissen. Komm. Da rufen wir alle mal. Ja. Er war voll klasse. Weißt du, hast du doch jetzt in der Hängen, ne? Ja. Ja. Doch. War die erste Ost-West-Begegnung. Ja. Aber hätte geklappt. Fritz, wir sind eine Weihnachtssendung, besinnlich. Also, Licht der Feste, Licht der Kerzen. Und wer passt da besser in die Sendung als der Geschäftsführer des ältesten Kölner Kerzengeschäfts, Kölner Fachhandel, Kölner Handwerkgeschäft, Kerzenschlösser, 245 Jahre. Bitte begrüßen Sie mit mir Stefan Zimmermann. Ich brauche noch wieder mein Mikrofon, das liegt da auf dem Tisch. Das liegt wieder bei deinem Dudes-Freund. Dankeschön, ich werde schon wieder eifersüchtig. Jetzt immer, bitte schön. Ich komme auch nicht dafür hin. Sieg, wann weißt du da? Scheinert dem nicht sagen. Darf ich jetzt bitte, ihr Tuchteltäubchen? Herr Zimmermann, Kerzenschlösser, 245 Jahre sind Sie schon in Köln. Vielleicht mal kurz einen Abriss über die Geschichte. Wie hat das alles überhaupt angefangen? Ja, angefangen hat das Ganze mit einem Mann namens Nikolaus Hummelsheim. Er hat dieses Geschäft sicherlich schon längere Zeit betrieben, aber im März 1764 seinen Bürgerbrief bekommen. Und wenn Sie den Bürgerbrief in der Stadt Köln hatten, dann durften Sie auch offiziell ein Handwerk ausüben. So, und damit ist das Gründungsdatum der Kerzenfabrik Schlösser auf das Jahr 1764 datiert. Der hatte einen Sohn, Matthias, der war dann hatte keine Kinder und das ist dann weitergegangen, auch an einen Neffen und an einen Zugeheirateten seiner Enkelin und der hat dann irgendwann das Geschäft dem Johann Schlösser übergeben im Jahre 1870. Johann Schlösser hat es dann an seinen Sohn Johann Heinrich Schlösser vererbt. Dann gab es eine sehr tragische Zeit in der Firma, wo die Nachfolger fast alle verstorben sind. Das war, fing an mit meiner Großmutter im Kindbettfieber, der Erbe Josef Schlösser im Rhein ertrunken, damit der, mein Urgroßvater Johann Heinrich Schlösser war auch frühzeitig verstorben. Dann war meine Großmutter Elisabeth sehr lange allein mit dem Unternehmen, hat es über den Krieg gebracht, hat es dann einem Prokuristen übergeben, der es in den 50er, 60er Jahren an meinen Vater übergeben hat und so ist es jetzt zu mir gekommen. Ich wollte gerade fragen, also Sie sind irgendwie nicht so von heute auf morgen da rein, Sie sind quasi mit Kindesbeinen, von Kindesbeinen an mit Kerzen groß geworden. Das ist richtig. Wir haben unsere Wohnung auch an damaligen Standort, an der Oskar-Jäger-Straße gehabt. Und von daher ist man einfach mit diesem Geschäft gewachsen. Ja. Was war denn der ungewöhnlichste oder bemerkenswerteste Auftrag, den Kerzenschlösser mal ausführen musste? War das so, ich hätte gern den Eiffelturm in 1:2 Größe oder was war das? Ich sag mal, es gibt eine ganz schöne Anekdote, die ich
gerne dann auch erzähle, das ist, als ich in die Firma kam, hatte der Kölner Dom eine sehr, sehr kleine Osterkerze gehabt. Und als ich mich dann bei dem damaligen Domküster vorstellte, habe ich ihm gesagt, hör mal, also so eine kleine Osterkerze, die ist ja gerade nur 60 cm groß und 6 cm, die sieht man in dem ganzen Dom doch gar nicht. Und dann sagte er, ja, das stimmt auch und da müsste man eigentlich mal was tun. Was ist denn eure größte Kerze? Und dann habe ich gesagt, naja gut, wir können mal überlegen, aber ich sag mal so 1,30 Meter, 1,40 Meter lang und 12 cm Durchmesser, das wird schon das Richtige sein. Ja, sagt er, dann nehmen wir die jetzt das nächste Mal. Ja, dann hat der Domküster leider etwas vergessen. Und zwar wird ja die Osternacht immer vor dem Westportal mit der Segnung des Feuers begonnen. Und diese riesige, mächtige Osterkerze wurde bis dato immer von einem ältlichen Domdiakon in den Dom getragen. Und das geht ja nicht nur vom Westportal gerade bis vorne rein, sondern man muss die ja bis hinten an den Altar bringen. Ja. So, und der Domdiakon nahm diese Kerze, die so, ich sag jetzt mal, so zwischen 13 und 15 Kilo hatte und musste die also dann dahin schleppen. Und er kam also gerade durch den Durchgang, dann fing der also langsam an zu taumeln und zwei kräftige Domküster kamen dann ihm zur Hilfe und brachten dann gemeinsam diese Kerze dann vorne heil an den Altar. Wunderschöne Anekdote. Aber es wäre Fritz, auch du hast wieder den Kölsch-Test, bevor es weitergeht, oder auch nicht. Fritz, deine Frage an Herrn Zimmermann. Der Cardo Maximus war eine Lagerstraße der römischen Legion. Wie heißt diese Straße heute? Das kann ich fast nicht sagen. Kennt jeder Kölsch. Ja. Wie Sie es, weiß einer hier, Cardus Maximus, Lagerstraße der römischen Legion. Wie heißt die Straße heute? Nee. Das ist zu schwer, Fritz, lös auf. Ja, die Hohestraße. Oh, die Hohe Straße. Die Hohe Straße, also die Hohe Straße. Ja, ne? Ja, die hat damals so geheißen. Ah, ja. Trotzdem, Herr Zimmermann, vielen Dank für diese wunderschöne Information. Meine Damen und Herren, Stefan Zimmermann, Dankeschön. Wir kommen jetzt, weiter geht's Fritz, zu einem Künstler, du kennst ihn bestimmt auch. Er hat über 4000 Konzerte in seiner Zeit als Culture Entertainer gehabt, über 100.000 verkaufte Tonträger, manche davon auch aus Schellack. Und er ist der Frontmann der Drei Söck und er ist hier, weil er über ein wunderschönes Projekt reden will, Adventszig of Kölsch. Bitte begrüßen Sie mit mir, hier ist Detlef Lautstein. Darf ich das ja, aber darfst du, das natürlich. Das ist ja nicht mein Klavier. Also. Bitte schön. Detlef, nimm erstmal Platz. Ach, schön, dass du noch die Zeit gefunden hast, hier hinzukommen. Du hattest eben noch einen Auftritt. Ja, ich bin erstmal froh, dass ich mit Hilfe eurer Hundeschlitten hierher gefunden habe. Das ist ja scheiß Wetter draußen. Ja, ist ja auch Weihnachten. Ja? Habt ihr mitgekriegt, ne? Alles vor Schnee und so. Ja, ja, ja. Ich habe dir mein neues Buch mitgebracht, Salz in der Suppe. Oh, schön, ja. Unter Pseudonym, Michael Kostler geschrieben. Ja, wow. Also lohnt sich, also wenn du von hinten liest. Ja, ja. Wie viel kostet? Nix. Oh. Ist ja Weihnachten, ne? Also von daher. Ja, ich liebe solche Gäste. Ja, schön. Ach, dann behalte es doch direkt. Und kannst mir noch eine Widmung reinschreiben. Später, viel später. Ja, viel später kriege ich hin. Ja. So. Detlef, du bist aber hier, weil du über Adventszig auf Kölsch sprechen möchtest, solltest. Was ist das überhaupt, Adventszig auf Kölsch? Im 12. Jahr, das heißt, wir haben vor 11 Jahren und 364 Tagen angefangen. Da warst du 23? Ja. Ja. Woher weißt du, Leute? Gut recherchiert. Im Ernst? Du bist immer ein Jahr jünger als ich. Genau. In Kölnbrück gibt es eine wunderbare Stätte, Lefjecke, und das ist ein kleines Brauhaus, das heißt Im Hähnche. Kenn ich. Und es ist noch eins der letzten Städten, wo man so eine Art Bauernbühne hat. Ja. Also viel Holz, auch vor der Hütten und überhaupt. Ja, und da machen wir, frönen wir der kölschen Sprache im Bereich des Sketches, der Sprache und des Gesangs. Seit 12 Jahren, immer rund 20 Finanzamtfunktionen, immer zwei Veranstaltungen genau. Ausverkauft. Nee, im Ernst, da sind wir sehr stolz drauf. Und da sind viele Kölsche, nicht nur Karnevalisten, sondern auch andere Menschen.
Wir machen dann alles mit. Ich habe gelesen, Sammy Orfkin, mit der ich mal die Ehre hatte, bei den Anrainern zusammen zu spielen. Ja. Eine von wie viel? Wir haben 15 Künstler am Start. Ich sage jetzt mal noch so ein paar Beispiele. Ja. Elfi Steigmann, eine richtig kölsche Buchautorin, die eigentlich alle zwei Jahre ein Buch rausbringt. Immer in originalkölscher Sprache. Kommt auch von der Akademie für uns kölsche Sprache. Apropos Hermann Herkling natürlich auch. Von dem Komödietheater, der Direktor und auch der Hauptdarsteller. Er ist gefühlte 150 Jahre, ich liebe ihn, ich glaube er ist 82, wenn er das jetzt hört, haut er mich tot. Ein ganz toller Typ. Mein Partner in dieser Situation ist Wolfgang Nagel. Der war mal, bevor er geläutert wurde, Vizepräsident des Kölner Karnevals. Ja, dann wurde es lustig und ihr kennt ihn vielleicht als Moderator und Sitzungspräsident in der lachenden Arena und Fernsehsetzung, Teddy und so weiter. Dann haben wir, wen haben wir denn eigentlich? Der Knobelich vom Klingelpütz. Ist das im Begriff? Nee, wer ist das? Ralf Knobelich ist in seinem richtigen Leben in der JVA und das spielt er auf der Bühne. Da fragst du mich, ob ich ihn kenne. Ja, deswegen. Hatte ja einen Sinn. Genau, Kostner rauskommen, ja. Ja, ja. Ich dachte, über Weihnachten kommst du raus, wieder rein. Also. Nee, ich bin Heimschläfer. Ah, das ist okay. Dann haben wir eine richtig tolle Kombo, die heißt AOK-Kombo, nicht wegen dem wegen der gesetzlichen, sondern ja. AOK heißt Adventsig ob Kölsch. Die sind im richtigen Leben die drei Söck und davon habe ich auch heute einen mitgebracht. Also von den, ne, so. Ja, also im Ernst, es ist so ein 2,5-Stunden-Programm mit viel Essen und Trinken, davor, danach, aber sehr abwechslungsreich und ich denke, das machen wir jetzt so. Aber noch Termine, wir sind ja jetzt eine Woche haben wir noch. 10.12. Ja. Genau. Und ihr habt eine Woche noch, sagen wir mal schnell die Termine. Also wir sind eigentlich jeden Abend am Start bis zum 22.12. Ja. Das ist zwei Tage vom Heiligen Abend, diesmal fällt es auf den Donnerstag. Okay, schreibe ich mal auf. Und jetzt, wo der FC ja auf dem dritten Tabellenplatz steht, haben wir natürlich auch viel Freude, dass wir da auch so ein bisschen Podolski-Blues reinbringen können. Ich fand das super mit den Bayern. Ja. Und ich meine, es hat sich ja viel getan jetzt im Dezember. Jetzt Westerwelle heiratet Merkel. Ich meine, was sollen wir machen? Ne? Ja. Mhm. Ja. Ja, und sonst? Der Oma ist gesund. Ja, der Hunk. Der läuft nicht mehr. Aber der Oma hat ihn gefüttert. Überfüttert. Ja. Der Fritz, so noch da. Da würde ich sagen. Hallo Fritz. Ah, ich wollte es mal sagen. A la bonheur. Ja, das ist Französisch schön. Und heißt übersetzt à la bonheur. Schön. Ich hätte das nicht verstanden. Hallo Fritz. Ich hätte das nicht verstanden. Bist du der alle Fritz? Nee, der war für mich schon. Also, das war Fritz kennt den Gründervater von Kerzenschlösser, der war auch. Der war doch eben hier, der war 224 ohne Rollator. Klasse. Super. Ja, ich komme auch. Du hast uns noch ein Lied mitgebracht von der Adventsig ob Kölsch. Nö. Ja, klar. Ich habe euch aber vor allen Dingen den Peter mitgebracht, also nichts gegen den Kollegen hier, ne, Boogie Woogie. Aber ich habe gedacht, wir nehmen doch mal ein Original mit. Wir sind ja auch gerade hier reingeflohen, ne? Wir waren ja für 10:10 bestellt, jetzt ist 9:05, war ja ganz knapp, ne? Mein reingeflohen, man sieht in einer Frisur, ja? Ja. Jetzt habe ich nur eine Bitte, entweder an dich oder an deine Assistentin. Ach, guck mal, was hinter uns hängt. Nein, es geht um die andere Seite. Oh, Entschuldigung, es geht um die andere Seite. Ja. Wir würden ganz gerne mal mit euch kleine Improvisation machen. Okay. Wäre das okay, wenn du das hältst? Ja, mach ruhig. So, darf ich den Stift haben? Das ist mein Buch. Schriebe kannst du... Kölsch, ne? Das weiß ich noch. Meine Damen und Herren, wenn ich mal vorstellen darf, Peter Paschek, bitte klatschen Sie jetzt oder nie wieder. Ja. So muss ich bestellen, Detlef, oder was? Du solltest es so machen, dass er schreiben kann und alle können es lesen. Also quasi so ein bisschen so. So. Und Fritz schreibt hier drauf, oder was? Ja, es ist so, meine Damen und Herren, kurz vor Heiligabend, bitte rufen Sie... aber sehr diszipliniert, dem Fritz 5 Kölsche Begriffe zu, die irgendwie mit Adventsig zu tun haben. Also Tummeleut. Nein, mit Karneval nicht. So, das hatten wir noch nie. Ganz ins Ob. Tannebaum. Nimm der Buch. Tannebaum. Ich muss das übrigens lesen können. Da gibt es gleich ein Lied draus. Ja, der Fritz schreibt Sütterli, Detlef. Was macht der Sütterli? Engelsche, da haben wir Engelsche, wer war das? Herrlich. Ein Bengelsche seit Engelsche. Da hast du mit Rechte. Mach Adventskns hetzen. Weißt du, was ich meine? Fritz schreibt klein. So, und so sehen Sie, meine Damen und Herren, dass wir bei Adventsig ob Kölsch die Zeit gut überbrücken. Jetzt wäre quasi schon Pause. Genau, jetzt wäre der dritte Gang schon. Kätze heißt das, okay. Kätze. Noch ein Begriff?
Krippenspiel und Hans Muff. Also erst Krippenspiel, also ja, und Hans Muff. Ist es herrlich, das kann Kinder lesen. So, jetzt, was ist die Aufgabe bei Adventsingab Kölsch? Spontanes Theater. Nee. Ja, wer hätte das gedacht? Nein, ich glaube es nicht, oder? Ja. Ist das wirklich wahr, Detlef? Ja, wir probieren jetzt daraus ein Lied zu machen. Wichtig wäre, dass du ab und zu mal den Leuten das rundreißt, ja, ja, ja. Aber vor allen Dingen mir. Ach du Scheiße. Ich kannte einen Moderator und den liebte ich von Hetze. Er hatte zu Hause 245 Jahre alte Adventskranketze. Das war der Michel und er hielt unser Plakat. Ich stand hier an der Theke und ich war ein bisschen malat. Da traf ich dich, du warst schon in meinem Traum. Ich habe gefiebert, habe gedacht, wär ich nur ein Weihnachtsbaum. Ja. Zusammen mit dich würde mir unser Lied hier singen. Vielleicht auch eine trinke, doch es geht nix. Jetzt ist der Text wieder da. Ich warte auf ein leckeres Kölsch. Applaus 1a. Und eine Frage könnte von dir kommen. Und die geht ungefähr so. Geht es noch? Milovic. Wie war der Fürnamen? Der Peter. Nee, der läuft noch. Der Willi. Ich meine, der Will. Ach, du meinst der Willi. Ja. Ich habe ihn kennengelernt, Gott sei Dank, nicht in Düsseldorf. Er war beim Krippenspiel und das war schön. Wir haben noch zwei Wörter. Du hast die Brille los. Achso, ja, okay. Und zusammen singe jetzt hier ich auch für dich. Ja, schön. Ich glaub, als du noch jünger warst, als Hück, warst du ein Bengelchen. Triefst du mit der Engelchen. Ja. Wer hätte das gedacht? Lieber Herr Kostler, wo hab ich dich zum ersten Mal gesehen? Es reimt sich auf Hans Muff, könnt ihr euch raten, was ich meine? Und das Lied ist jetzt zu Ende. Wir brauchen eure Hände. Dankeschön, die Hände in den Himmel. Da 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 da. Der Text ist ja, ne? Ist holländisch. Wir sagen Dankeschön. Trusse ist es am Schneie. In Düsseldorf ist es am Rennen. Dankeschön! Meine Damen und Herren, Detlef Laustein! So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir fast schon wieder am Ende der Show angekommen. Aber, Fritz hat uns ja schon letzte und vorletzte Show versprochen, dass er aus Krone und Flamme et Löwestüffchen vormagen trag. Wo ist das Buch? Jetzt muss ich das auch wieder lesen. Da ist das Buch. Bitte schön, Fritz. Und jetzt dritter Anlauf. Fritz Zöller liest et Löwestüffchen. Mag Auge. Ruhe bitte. Et Löwestüffchen. Ah. Wer mich ins Jahr in Besuch gemacht, ist herzlich eingeladen. Ich wohne boven und am Dach, der Gall ist meine Jade. Ach, Jungs, hatte ich eigentlich schon erzählt. Was wolltest du uns erzählen? Also, vom
bunte, helle Ofen. Wollen wir die Geschichte hören? Na klar. Ja, ja, ich weiß. Na gut. Ja, ja, bitte. Da erzähl ich es nur wirklich. Ja. Also. Dann Abbruch. Ja, ich nehme es schon. Ja, danke. Um der Weihnachtszeit, wir hatten sechs Bands daheim, mein Ältere, ne? Und ich war der Älteste. Und dann haben wir für die Kinder, haben wir dann einen Eisenbahn bauen wollen, der Vater und ich. Wir hatten also den Baum im Jahr, den haben wir gefällt. Der war nichts mehr, der brat also kein Obst mehr. Und dann sagt der Vater, weißt du was, da tun wir alles auf Schäfchen schnicken und auf Stücke. Und da bauen wir dann zwei Jungen, ich habe noch zwei kleine Schwestern gehabt, da bauen wir dann eine Holzeisenbahn für Weihnachten. Naja, und dann oben hatten wir beim Herbischarhaus, da kriegten wir von dann den Lack, damit man das auch schön bunt machen konnte. Und das hat auch alles gut geklappt. Wir sind ab und zu uns in der Keller gegangen, haben gefolgt, ja, der Lack ist am Drehen, es klappt. Naja, heller Abend. Kindermotten, wir motten uns alle mal fein antrecken, heute Abend war richtig Weihnachten. Und dann motten die Boote alle schön blinken. Kreten die schönen Sachen an, die Judensachen. Naja, dann haben wir die Eisenbahn abgeholt, deine Boote dahin geladen, hingestellt. Und als die Bescherung dann war, nach dem Essen, durften sie dann damit spielen. Denn vorher ja nichts. So, die waren am Spielen, die Boote. Ob einmal eine Krähe von meiner Mutter. Nee, wir sind die Pensus, lautet alles an. Da waren die ganz bunt. Die Färfer waren nicht durchgeworden. Da kannst du dir vorstellen, die hatten das Hemdchen voll, die hatten die Butze voll, die Sachen aus, also wie fast laufend und nicht wie Weihnachten. Und so hatten wir einen richtig schönen, bunte helle Abend gekriegt. Ja. Das hast du gut gemacht. Fritz, das hast du gut gemacht. Du hast dir einen Glühwein verdient, weißt du was? Als wieder ein. Ja, komm, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Gut. So, komm, stell ab. Ja. Und Sie können gerne alle mitkommen. Der Fritz lädt Sie alle ein auf den Glühwein. So, alle mal raus. Stefan Ulbricht spielt noch was. Nochmal einen Applaus für unseren musikalischen Adventsengel, Stefan Ulbricht. Komm, Fritz. Genau. Boah, ist ja kalt. Und nicht nur, dass der Nieler Weihnachtsmarkt einer der kleinsten und schnuckeligsten in Köln ist, nein, der Nieler Weihnachtsmarkt hat auch einen eigenen. Smoker. Und wenn Sie mal zum Nieler Weihnachtsmarkt kommen, müssen Sie unbedingt den gesmokten Braten probieren. Ein Gedicht. Kunststück. Ich habe mich ja selber gefreut. Ach, kalt. Also kalt. Aber halt mal im Dezember so, ne? Ja, das kommt schon mal vor. Muss ja so sein, ja. Ne? Aber Fritz, wir sind jetzt über den Nieler Weihnachtsmarkt gegangen, der ist ja auch schnucklig. Ja, ja. Richtig schöne kleine Weihnachtsmarkt. Aber du bist ja ein richtiger ja. Weihnachtsmarkt, Kölner Weihnachtsmarkt-Fan, Globetrotter. Ja. Wenn man so will. Ja, ich schon fast alle. Ja, jedes Jahr. Jedes Jahr. Ne? Nur hat mich auch auf jedem Weihnachtsmarkt anders zu luren und zu machen. Ne? Um Heumarkt, da haben wir ja dann die große Eisbahn. Ja, für die Jungen, genau, genau. Ne? Und dann ist auch schon so, dass sie für dich so machen. Da könnte ich sich richtig austoben, ja. Richtig schon so Möd heben. Ne? Aber von da aus dann auf der Aldermann zu hören, dann hast du einen Weihnachtsmarkt. Also das ist, wo du sagst, jedem, der mal einen Kölner Weihnachtsmarkt gesehen haben will, der ja. Sollte auf den in jedem Altermarkt. Fall. In jedem ja, Fall. Ja. Auf der Altermarkt ist das wunderschön. Ja. Also das ist zwar eng da, ne? Aber es ist, man könnte sagen, so richtig kölsch, also gemütlich. Ja. Ne? Du weißt, von jedem Boot hier drängt, ja. Gedrückt. Ne? Es ist auch nicht kalt, ja. Ne? Weil es ist viel zu eng für kalt zu werden. Und dann hast du ja mit meiner Freundin, das, ja. Ne, das macht das auch gerne. Ja. Ne? Da tun wir also alles sehr, sehr viel fotografieren. Ja. Ja, und das nehmen wir uns dann mit heim. Also können wir da eben noch etwas an. Ne? Ja, Fritz, ich habe für dich auch ein Gedicht mitgebracht, ein Weihnachtsgedicht, oh, das würde ich dir gerne vortragen. Oh, das ist so schön. Und zwar ist das von einem österreichischen. Was? Wie? Hm?
Wie Österreich? Vom Österreicher? Nee, doch nicht. Wie, doch nicht? Nee, der hat nicht gedichtet, der ich meine. Wir hatten einen Österreicher, ne? Wer? Ja, der hatte so eine kleine Schnauze. Ne? Nein, der meint, der meint so nicht. Nein, ja, dann nein. Ist ein österreichischer Kabarettist. Jo, das ist ja da. So. Ja, das höre ich. Und der ist Jahrgang 1922, der ist jetzt im November gestorben. Oh ja. Georg Kreisler. Ja, da habe ich vielleicht ganz jetzt von Jod einfach entsinnen, kann ich mich so nicht. Na, vielleicht kennst du das Gedicht. Und dann lass ich das dazu hören. Das heißt, Weihnachten ist eine schöne Zeit. Also du bliebst doch bei Weihnachten, ja. Dann ist es so. Weihnachten ist eine schöne Zeit, denn es wird gefeiert weit und breit. Bitte alle mit mir singen, Weihnachten ist eine schöne Zeit. Mutter kriegt Toilettenseife, die sie zum Toilettenwaschen braucht. Vater kriegt eine neue Pfeife, weil er seit Jahren nicht mehr raucht. Weihnachten ist eine schöne Zeit. Wie man zu Weihnachten sich doch freut. Sternchen kleben, Geld ausgeben, Weihnachten ist eine schöne Zeit. Ich bekomme viele schöne Bücher. Leider sind es jene Bücher, die ich schon gelesen und gehasst. Tante kriegt zwei Seidenblusen, wobei ihr von beiden Blusen weder die eine noch die andere passt. Oma kriegt die Samoaren, die sie selbst vor 20 Jahren irgendwem gegeben hat, zurück. Onkel kriegt 10 Taschentücher. Taschentücher braucht er sicher. Er hat eine Taschentuchfabrik. Ja, wenigstens das sagen alle Leute. Sind wir ehrlich, einmal jährlich, Weihnachten ist eine schöne Zeit. Gib uns Frieden, Fest des Friedens. Gib uns Liebe, Liebesfest. Gib, dass man statt Plattitüden uns die Wahrheit sagen lässt. Gib uns Weisheit und Verständnis. Lass uns nicht beim Lügen lachen. Und verleih uns die Erkenntnis, wie aus Menschen Menschen machen. Lass uns nicht beim Geben sparen. Lass uns nicht in Zorn entbrennen. Gib, dass wir in Zukunftsjahren endlich ehrlich sagen können. Weihnachten ist eine schöne Zeit. Freut uns auch nicht, was wir kriegen, macht uns Freude, was wir bringen. Geben wir auch, weil wir müssen, einmal wird es uns gelingen, dass wir geben, weil wir wollen. Dann lasst uns zusammen singen, Weihnachten ist eine schöne Zeit. Alles Gute zu Weihnachten, Fritz. Ja, das wünsche ich auch. Alles Gute. Meine Damen und Herren, das war's von Talk am Nil mit unserer Weihnachtsausgabe. Detlef Lauenstein, Maxwell d'Oliveira und Stefan Zimmermann. Und mit dir, Fritz. Fritz, ich danke dir für diese wunderschöne Moderation. Ich habe extra die Glocken bestellt, damit sie jetzt läuten. Das ist klasse, Mann. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Dir auch, Fritz. Und ich lade mich sowieso am zweiten Weihnachtstag bei dir ein. Ja, das ist klar. Ne? Habe ich mit dir recht. Gut, also eine fette Gans und Klöße. Genau. Und wir hören noch mal zum Abschluss die Glocken. Und machen so lange Pause. Auf Wiedersehen. Und wir hören jetzt noch einmal unseren wunderschönen Chor. Viventa Canto mit Jingle Bells. In die Kirche und sucht das Christkind. Ist ne? Verstehst? Ja. Total panisch. Das Christkind ist aus der Krippe weg. Ja. Ne? Das hätte dem auch schon verzeiht. Ich habe dir gesagt, die Aufnahme dauert länger als eine halbe Stunde. Nicht warum anfassen. Trinkst du immer so viel? Ja. Dieses ist hab Kidnapping. Habe ich euch eigentlich schon Kidnapping. Erzählt, Weihnachten in Siam liebe Leute, wenn ich diesmal wieder kein Fahrrad kriege, seht ihr den Knaben gibt's nie wieder. Das war der Jod. Ja. 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 Dafür Talk am Nil. Ja. Da schicke ich dir 1000 Küsschen. Das ja nicht und jetzt, heute sagst du mir, du hast eine Freundin. Ja. Das finde ich aber. Ich hab dich.
Ja, ja, voll, ja. Voll mit. Wenn man dieses Jahr ist angefangen hat, ja. Dann müssen wir zu ja. Machen. Ne? Ja. Und den schweren haben wir auf Löwenjagd. Ja. Seit Labs. Auf Löwenjagd. Ja. Auf Löwenjagd. Die Löwen. Ja. Und dann kannst du dafür stellen.